So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon. Let's go Pikachu. Nach so einer ewig langen Zeit Pause geht heute endlich weiter. So, wir gehen heute wieder ein bisschen durch das Scoop-Gebäude und wir wollen natürlich dieses Gebäude auch von sämtlichen Rocket-Mitgliedern befreien. Wir machen heute könnte sein, dass der letzte Teil kommt. Schauen wir mal. So, drei Pokébälle. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt sind. Mittlerweile 8. Stock oder so, glaube ich, sind wir jetzt mittlerweile. Deine Pokémon haben Schwachstellen. Wenn ich sie ausnutze, kann ich gewinnen. Kannst du, aber wirst du nicht. Er fängt mit einem Smogmog an. So, einmal Donnerblitz, drauf. Ja, jetzt kommt mit deiner Kackattacke da, mit deinem scheiß Schutz, ey. Schutzschild. Jetzt nerv mich bloß nicht. Fast. Jetzt ist paralysiert und jetzt kommt die Toxin. Jetzt geht das schon wieder los. Na gut, okay, dann müssen wir damit leben jetzt gerade. So, mal kurz gucken. Gut, okay, passt. Würde mich jetzt nicht wundern. Natürlich. Wenn er da, dass er wieder mit Schutzschild kommt, um nochmal wirklich mir einen weiteren AP wegzuziehen. Danke, Pikachu. Das ist gut. Komm, jetzt kommen wir bitte nicht mit der. Ach, Gott sei Dank nicht. Nerv mich nicht. Smogmog. Mein Gott. Okay. Ja, komm mit Elektroball. Ja. Dann müssen wir das halt so regeln. Irgendwie. So, er kommt jetzt das Elektroball ein. Unser Forscher hält hier. So. Wenn wir Donnerblitz einsetzen, das kann er aber vergessen. Und Elektroball ist Geschichte. Sorry, ich bin irgendwie ein bisschen kränklich an. Ich bin auch ein bisschen erkältet, also bitte sieht es mir gerade nach. So, er bleibt, geht auf Electric. Ich bleibe damit also bei unserem Arcani. Au! Hör mal, ist mal gut jetzt hier. Ich muss wieder ein paar. Aber ich weiß nicht, ob die. Tatsächlich sogar die links in der Nähe ist. Zum Heilen. Also das Elektrik ist ungefähr erstmal Geschichte, das ist gut. 35 für Ruff. Gut, wunderbar. So. Drei Hyperbälle gefunden. Aber wir werden hier mit Bällen ohne Ende zugeschmissen. So, einmal Pikachu komplett. So, mein Pikachu haben wir kurz geheilt. So, dann sind wir hier, glaube ich, erstmal durch. Und zumindest mit dem Teil hier. Oder was machen wir mit der Community Tasche? Und hier unten ist noch ein Trainer. Minimum einer. Ah, perfekt. Da oben ist die, Gott, hätte ich das gewusst jetzt. Dann hätte ich die Dings nicht machen müssen, die Tränke nicht einsetzen müssen. Dass die Nurse da oben noch steht. Snubbelicket. Dann kriegst du einmal kurz einen Durchbruch in your face. Und bye bye, Snubbelicket. Ein One-Hit. One-Hit für Pikachu. Sehr schön. Und Level 41. So,
sehr schön. Level 22, ups. Jawohl, Ziehstrahl. Konfusion, Gefolge. Dann gehe ich auf. Nehme ich Konfusion raus. Wunderbar. So, einmal kurz die Schlüsselkarte einsetzen und die Türen regeln. Und damit müssten wir eigentlich das auch durchhalten. Dann mache ich das noch auf. Dann hole ich mir den Trainer hier oben noch. Das wollte ich die Nurse, wo ich mir eben kurz nutze. Hallo? Kannst du mal bitte so stehen, dass ich dich ansprechen kann? Obwohl du noch ein Kind bist, scheinen deine Pokémon dir schon sehr zu vertrauen. Ja. Merkst du was? So. Ich muss kurz. Jetzt ist hier noch ein Apollo ein. Ja, die Frage ist, kriege ich es hin? Ne, kriege ich nicht hin. Wir machen es einfach so. Wir setzen mit Garados einmal kurz. Ich glaube, dass ich Garados auch noch tauschen werde. Dass ich wahrscheinlich auf Quapul gehen werde. Aber das dauert alles noch eine Weile. Nicht mehr, nicht allzu lange, aber es dauert noch eine Weile. Also mein Team steht noch nicht final fest. Sagen wir es mal so. So, dann einmal kurz Finster Aura für unser... Oh, er setzt auf Tiefschlag. Das war mir klar. Oh, bye bye. Oh, fast... Dann geh jetzt auf Siedewasser, mein Freund. Oh, das ist Alpollos Ende. Einmal kurz abgekocht. So. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich überlege gerade, ob ich noch ein weiteres Projekt für die Switch nehmen soll. Nämlich mit Schlag den... Star oder Raab? Ich glaube, Schlag den Raab habe ich auf der Platte drauf. Hier noch irgendwo. Deswegen wird wahrscheinlich... Kann sein, dass das auch noch kommt. Psst, ich bin eine schöne Spione, die sich jetzt Krankenschwester ausgibt. Ihr seht das Chef das. Wäre es, wenn ich mit ihr, wenn ihr euch hier kurz hier im Pausenraum ausruht? Oh, das ist nicht. Dankeschön. So, dann haben wir das auch soweit. Und einen Belebeanimer mit. Oh, cool, ein Bild. So, dann müssten wir eigentlich auch mit der Etage hier durch sein. Dann gehen wir nämlich noch eine höher. Nein, können wir nicht von hier aus. So, also müssen wir doch noch die Phänomere durch. Und eine höher. So, sind wir jetzt ganz oben oder haben wir noch eine? Jetzt werde ich deinen Spielereien ein Ende bereiten. Was? Wie? Oh, wer war? Also haben wir, glaube ich, danach noch eine Etage oben drüber. Dann haben wir, glaube ich, alles leer gemacht. So, er fängt auf jeden Fall mit einem Slimer an. Das dachte ich mir schon sowas. Nein, jetzt kriegen wir es doch komplett hier durch. Vielleicht kriegen wir es hier heute durch. Und bye bye. Tschüss, Slimer. So, Slime Mock setzt der jetzt ein. Dann machen wir das eben so. Slimewalk. So. Einmal kurz unter die Erde, einmal kurz den Schaufler. Ach, Gift daneben. Sehr gut. Ich glaube, das reicht aber nicht. Nein, ich wollte gerade sagen. Jetzt kommt mit seinem Gift durch. So, dann machen wir das einmal kurz. Mit einer Feuerattacke. Ich glaube, das könnte sein Ende sein. Jawohl, ja. Slimewalk auch down. So, dieser Forscher ist auch besiegt. So, haben wir denn hier noch einen Trainer irgendwo?
Hier ist keiner mehr drin. Okay. Aber hier nebenan sind noch Items, die ich gerne noch mitnehmen möchte. Erstmal ein Hyperheiler. So, was ist mit dir? Ich habe Angst. Ja, das hätte ich aber auch. Hier ist auch noch ein Rocket. Okay. Ich glaube, das könnte ja sogar der letzte sein. Willkommen im neuen Schock. Du hast es ganz schön weit gebracht. Ja. Dann sind wir danach sogar wahrscheinlich durch. So, er kommt mit einem Wall-to-Wall. Ah, nicht ganz, sondern es ist jetzt Finale ein. Aber Pikachu packt das ohne Probleme. Zwar richtig ohne Probleme. Nur wie erreicht Level 39, also dieser Floor. Und jetzt setzt er radikal ein. So, jawohl, wunderbar. Das müsste aber das Ende für Radikal sein. Jawohl, und zwar ohne große Probleme. So, leider kein weiteres Level up für unser Team oder für eines unserer Teammitglieder. Einen Top-Beleber. Ein Sonderbonbon. Sehr schön. Und einmal die TM37 Flammenwurf. Ich glaube, in der Originaledition findet man hier die TM22 Erdbeben. So, dann sind wir, glaube ich, auch durch. Oder haben wir hier oben noch irgendwelche Überraschungen lauern? Ja, hier oben ist noch minimum einer. Ich hätte gedacht, wir sind durch gewesen, aber nein. Wer bist du denn? Was willst du hier? Ich will das Ding hier einfach wieder zurückerobern. Das ist mein Plan. Das wird hoffentlich auch gelingen. Mit drei Pokémon. Auf jeden Fall greift er uns an. Und er fängt an mit einem Traumato. Und dann wahrscheinlich auch noch ein Hypno. Aber we will see. Mal gucken. So. Einmal kurz. Traumato packt's. Level 33 ist es. Das ist Psychokinese sein, aber das kann Pikachu auch gut ab. Das ist gut. Das heißt, nochmal drauf mit der Donnerblitzattacke. Ich werde, glaube ich, mein Pokémon nochmal heimgeben, bevor ich wirklich in den 10. Stock gehe. Also nicht in den 10. Stock, aber den richtigen Weg in den 10. Stock gehe. Level 270 Erfahrungspunkte. Ja gut, das Zubat, was jetzt kommt, wird uns tatsächlich nicht wirklich in ernste Gefahr bringen, oder? Jawohl, ja. Tschüss, Zubat, mein Freund. Und ein Golbat. Ich hätte gedacht, dass er einen Hypno noch hat, aber das hat er nicht gehabt, tatsächlich. Sondern jetzt Traumato, Zubat und Golbat. Okay, das heißt, Golbat sollte eigentlich auch mit der Attacke nicht das Problem sein. Ist es auch nicht. Wie erwartet, Golbat auch down. So, dieser Rüppel ist besiegt. Ich weiß nicht, ob das war oder ob da noch irgendwo noch einer rumgeistert. Erstmal nehmen wir hier das Top-Elixier mit. Okay, da steht schon der Präsident. Und noch eine zwielichtige Gestalt, wer das wohl ist. Gut, okay, da sind wir durch. Ich gehe kurz noch eben heilen. Und dann fahren wir runter in den, glaube ich. Müsste, glaube ich, der zweite Stock sein, wenn ich es richtig im Kopf habe. Weil wir haben alles tatsächlich schon abgearbeitet. Hat auch lange genug gedauert. Das hat auch lange genug gedauert. Gut. Gut, dann fahre ich jetzt runter mit dem Aufzug. Ich meine, wie gesagt, es ist der zweite, ist die zweite Etage. Ich bin aber nicht so sicher. Dann haben wir jetzt, wie haben wir jetzt gefahren? Macht nur für eine gute Viertelstunde, haben wir jetzt etwas weniger. Ja, gut, dann gehen wir jetzt hier runter. War das der zweite Stock?
Bin mir aber nicht sicher. Ich meine, es wäre der gewesen. War mal rup. Ja. Es war der zweite Stock. Unser Rivale. Kein Schritt weiter. Was? Nicht schon wieder dieser Typ. Ach, mich werde ich so schnell nicht los. Ich kann es auf keinen Fall zulassen, dass ihr bis zum Boss vordringt. Wie bitte? Was? Zum Boss? Heißt das etwa... Der Boss mit dem Rocket hält sich also in diesem Gebäude auf. Das ist doch klar, was wir zu tun haben. Geh, das ist deine Chance, ihn zu besiegen. Und du kriegst mit dir zu tun, alter Mann. Okay, okay. In der Originalmission treffen wir tatsächlich auf unseren Rivalen. Und bekommen einen Lapras geschenkt. Ich glaube, das Lapras kriegen wir tatsächlich auch hier. Ich werde es auch irgendwann holen, aber ich muss jetzt erstmal nur kurz das hier erledigen. Ich vermute, dass wir jetzt auf Jesse und James treffen. Und das, so ist es auch. Bleib sofort stehen, du Rotzlöffel! Der Mann steht gerade mitten in einem wichtigen Gespräch, klar? Weil du glaubst, dass wir dich da einfach reinspazieren lassen, hast du dich geschnitten. Mozi! Okay, wir treffen tatsächlich auf Jesse und James. Das ist irgendwie nicht anders erwarten gewesen. Gut, dann gehen sie jetzt tatsächlich mit Smogmog und Arbok rein. Das ist mir durchaus klar. Wir setzen mit Pikachu und Golbat. Einmal kurz drauf. So, einmal kurz den Donner. Und ich will dieses Smogmog kurz mal weggrillen. Das ist klar. Sehr gut, wenn ich das würde. Und wir gehen auf Arbok und sein... mit einem Konfu-Strahl. Oh, die Attacke trifft sogar perfekt am ersten Mal. Das ist wunderbar. Ah, das reicht nicht, um Smogmog wegzukriegen. Aber das hat zumindest mal schon die Paralyse abbekommen. Das ist immer wichtig. Oh, oh. Ah, gut. Meine Pokémon sind so gut trainiert, die können das ohne Probleme. Was soll der Kack, liebes Smogmog? Gut, dann machen wir das einmal anders. So, wir spielen das Spielchen noch einmal rum. So, jetzt muss dieses Smogmog weg, bevor mir das irgendwie noch großen Ärger macht. Smogmog ist schon mal down, das ist wichtig, das ist gut. Haben wir jetzt mal eine Gefahr gepackt. So. Und Level 23 für unser gutes Traumato. Einmal kurz den Gift-Team auf Pikachu, da natürlich kein Problem. Und jetzt geht der Konfu-Strahl aber auch Gott sei Dank mal durch. Und Arbok ist verwirrt. Jawohl, ja. So, da geht's jetzt weiter mit einmal nochmal Donner. Obwohl, wir kommen, ich spiele die Asia-Karte. Paralysieren das Viech noch hinterher. So, da geht's jetzt weiter mit dem Flügelschlag auf Arbok. Damit wir da auch irgendwie mal durchkommen. Pikachu, einmal kurz die Paralyse. Damit dieses Pokémon die doppelte Lade bekommt, die Verwirrung und die Paralyse hinterher bekommt. Einmal die Paralyse, die Verwirrung greift. Und ja, war ja. Nein, warte. Wir machen das so. Also, wir gehen jetzt nicht nur mal sicher und gehen auf Donnerblitz. Und mit dem Flügelschlag sollte dieses Pokémon dann eigentlich auch down sein. Weil normalerweise müssten wir jetzt mal miteinander angreifen dürfen. Oder? Ja. Wenn das Pokémon jetzt nicht down ist, dann wäre es im nächsten Zug weg gewesen. Aber es reicht, der Donnerblitz und Arbok ist down. Wunderbar. Gute Kombi, passt. Perfekt. Und Level 37 für Golbat. Perfekt. So. 37 auch für Arcani. Und Jesse und James sind down. Wunderbar. Das wird auch perfekt durchgekommen. Hier. Ach, was? Sieht so aus, als wären wär das mal wieder. Ja, ein Schuss in den Ofen. Und bye bye. Gut, Team Rocket ist Geschichte. Gut, perfekt. Okay, dann halte ich mein Team kurz gerade mal auf. Weil ich muss ja. Warte mal, Bonbonglas. Level 24. Reicht aber nicht, um den Level abzukriegen. So, wir arbeiten uns jetzt mal durch. So. Bingo! Die Schlüsselkarte aus Dirty Tür und Riegel. Und da ist unser Freund Giovanni. Herr Präsident, Sie glauben doch nicht etwa, dass Sie mich täuschen können. Der Meisterball. Er ist längst fertiggestellt. Habe ich recht? Die Produktion eines Meisterballs ist aufwendiger als Sie denken. Und jetzt, wo ich weiß, wer sie wirklich sind, da will ich ihn auch gar nicht mehr fertigstellen.
Wie war das? Ja, Sie haben richtig gehört. Wir lassen uns nicht von einer Verbrecherbande erpressen. Meine Firma wird Ihnen auch nicht dabei helfen, eine wie starke Pokémon zu erschaffen. Jetzt rechtlich basiert auf irgendwelchen geschuldeten Forschungsergebnissen. Na, na. Unsere Abmachung sah aber anders aus, Herr Präsident. Wenn Sie sich so dreist weigern, ist es Ihnen bestimmt auch egal, was aus Ihren lieben Mitarbeitern wird, oder? Hä? Was? Sieh an, sieh an. Du bist auch wieder da. So sieht man sich wieder. Leider haben der Präsident und ich gerade ein paar geschäftliche Dinge zu regeln. Wichtig wie du, haben da Sendepause. Halt dich lieber aus den Angelegenheiten von Erwachsenen raus. Ansonsten wirst du eine Welt voller Schmerzen kennenlernen. Ja. Gut. So, dann einmal kurz, das ist, Smiliket greift als erstes aber mit dem Muggelhieb. Das ist aber nicht nett, liebes Smiliket. Level 39 übrigens, uiuiui. Das reicht aber nicht, das Mid-Down zu kriegen, wenn wir Glück haben. Ich dachte mir, vielleicht können wir nochmal angreifen. Er setzt Schlitze ein. Und das war's, Smiliket. Zwei hat er noch. So, jetzt Smiliket ist schon mal down. Und jetzt ist Rihorn. Ein Rihorn dürfte kein Problem sein für unser Bisaflor. Das wird der Wechsel von Pikachu auf Bisaflor. Und wir gehen drauf. Einmal mit Rasierblatt. Jo. Null Problemo. Nidoqueen ein. Ich bleib dabei. Ehrlich bin ich mir gerade sonst zu heiß. Ich weiß, dass Nidoqueen noch ein Zweityp Gift hat, aber ich glaube, das sollte dann neutralisieren. Deswegen gehe ich jetzt auf Blättertanz. Das reicht nicht. Das heißt, ich kriege jetzt natürlich die Möglichkeit, mit dem Volltreffer das Ding, das Nidoqueen down zu kriegen. Ja, war klar. Irgendwie war es klar. Aber jetzt bitte nicht irgendwie so die. Gut, dann gehen wir jetzt auf Megasauger. Jetzt muss ich nur durch die Verwirrung durch. Und es ist passiert. Nidoqueen ist Geschichte. Und die Silphscope ist befreit. So, wunderbar. Wie konnte ich nur verlieren? Tja. Blöd, ne? Nein, unfassbar. Mir wird keine andere Wahl. Ich werde unsere Übernahmepläne der Silph-Kompanie aufgeben. Fürs Erste. Aber Team Rocket bleibt bestehen. Alle Pokémon auf dieser Welt existieren nur zu unserem Nutzen. Das glaubst aber auch nur du. Vergiss das niemals. Ich ziehe mich jetzt zurück. Aber die Zeit wird doch kommen. Du wirst schon sehen. So. Wunderbar. War das soweit auch? Ich danke für deine Hilfe, mein lieber Junge. Ja. Ha, du hast ja recht. Dich darf ich natürlich nicht aus, mein kleiner Freund. Ich werde niemals vergessen, dass du uns aus unserer Notlage gerettet hast. Ich will mich natürlich auch noch dafür eine Kelly zeigen. Ich könnte dir alles geben, aber was es für Geld zu kaufen gibt. Aber warum machen wir es nicht etwas spannender? Oh, ein Meisterball. Sehr geil. So. Was suchst du, was du da an den Händen hältst, findest du mit Sicherheit keinen Laden. Das ist der streng geheime Prototyp unseres Meisterballs. Mit ihm fängst du garantiert jedes Pokémon. Wir haben allerdings nur dieses eine Exemplar fertiggestellt. Ich werde dir also verbunden, wenn du den Meisterball unauffällig einsetzen könntest. Ja. Damit haben wir das Thema Silphscope endlich auch abgearbeitet. So, die Frage ist, wer war... Wo habe ich das Lapras her? War das Lapras? Welche Stockwerk? Was, im fünften? Warte mal, war das im fünften? Oder war das noch ein... Warte mal. Oh, da unten ist ein Item, was ich vergessen habe. Ja gut, der Kapsel X-Spezialverteidigung. Naja, nichts Wichtiges eigentlich. Brauche ich eigentlich nicht.
So, warte mal, die Frage ist, welche war das jetzt? War das fünfte oder was war das? Ich bin nicht sicher. Ich bin überhaupt nicht sicher. Ich weiß es tatsächlich wirklich nicht. Das Lapras, irgendwo muss ich das doch kriegen. Warte mal, ich weiß es wirklich nicht mehr. Es ist schon wieder so lange her. Warst du das? Nee, was ist das nicht? Es war eine junge Dame auf jeden Fall. Irgendwo war eine junge Dame, von der kriegen wir, glaube ich, das Lapras. Das war nicht Absicht. Wo war das denn? Wie ist das jetzt gegangen? Achte, okay. Ich glaube, es war fünfte. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich will Lapras aber auch nicht ins Team nehmen. Ich habe ein anderes Pokémon vor im Team. Du das? Ja, der sagt auch nur Dankeschön. Hast du wieder ein Item, was ich vergessen habe? Einen Kapsel-X-Angriff. Ah, super, ey. Was krieg ich da für Scheiße immer noch als Items? So, 6. Okay, du warst es auch nicht. Das ist nicht richtig hier. Boah, wo war das denn? Ich könnte jetzt auch nachgucken, aber oder warst du das hier? Was war nicht? War nicht. Nein. Das ist klar. Ihr wollt alle nur Dankeschön sagen. Ah, perfekt. Hier war das. Ich habe Lapras bekommen. So, wunderbar. Das haben wir dann erledigt. Und jetzt haben wir das Hilfscope komplett aus, komplett befreit. Und das war das Wichtigste. Mehr wollte ich eigentlich nicht. So, es hat lange genug gedauert. Viele, viele Parts hat es gedauert auf jeden Fall, dieses Gebäude wieder zu befreien. Als nächstes würde ich sagen, kämpfen wir um den nächsten Ordner. Ich würde sagen, dann gehen wir nämlich zu Sabrina. Weil jetzt können wir ja. Und wenn wir das Thema durch haben, fangen wir an. Oh, das ist noch ein Item. Ja. Ja, 3 Items, 3-mal nur Mist. Gut. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier einen kleinen Break. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann... Oh, ne, warte mal, da will doch jemand was von uns. Du hast es wirklich geschafft. Du hast Schwanni besiegt, oder? Ich war gerade auch draußen vor der Stadt, weil ich diesen Atlas auf den Fersen war. Und da kam plötzlich die ganze Rübe von dem Rocket aus, vor der City rausgerannt. So richtig Hals über Kopf. Was für ein Glück, dass du also ein guter Pokémon-Trainer bist. Ich muss halt dazugeben, dass ich mich ziemlich, dass ich ziemlich Bammel hatte. Ich meine, was wäre wohl aus uns geworden, wenn wir gegen diese Fiesdinger nicht gehauen gekommen wären? Ich bin so froh, dass wir die Safe Company zusammen retten konnten. Wir sorgen schon dafür, dass niemand mehr zu unserem Team Rocket zu leiden hat wie das kleine Dragosso. Jetzt, wo der ganze Ärger vorbei ist, können wir uns wieder in Ruhe in der Arena widmen. Wie sieht es eigentlich bei dir aus? Hast du schon eine Arena von Zephrodia City? Wie viele Orden hast du überhaupt? Wow, so viele schon. Ich glaube, wenn wir beide so weitermachen, ich schaffe jetzt irgendwann in die Pokémon-Liga. Wir lassen uns nicht unterkriegen, okay? Richtig. So, genau. Und jetzt würde ich sagen, wir machen Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Pokémon. Let's go, Pikachu!